Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 10. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 712 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. UPC, Now, China, Collapse OS, SMB und Warnungen. Ich beginne mit UPC und Now, zwei Schweizer Projekte, die zum einen UPC, also der Provider mit esports.ch, eine Plattform für eben genannten Sport seit 3 Jahren führt, und Now, die ein Newsportal sind, unter anderem auch mit Fokus auf Video, und die beiden spannen jetzt zusammen. Mit dem großen Vorteil, dass natürlich jetzt der ganze E-Sport-Bereich auch nicht nur auf now.ch publiziert wird, sondern an den ganzen Tankstellen und in den Bussen und wo die ganzen Screens von Now noch stehen. Tolle Kooperation, wie ich finde, und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Google flüchtet aus China. Es ist nicht nur so, dass Samsung, das wurde vor kurzem bekannt, seine ganzen Smartphone-Geschichte aus China extrahiert hat. Jetzt auch Google, die ganzen Assistenten, also die Sprachassistenten, werden in Zukunft nicht mehr da produziert, werden über Thailand und teilweise auch Vietnam gefertigt. Dies aus dem Grund, weil die USA noch höhere Strafzölle ansetzen möchte und weil der größte Teil des Marktes, also der größte Teil des Erlöses, des Verkaufs von diesen Sprachassistenten in den Staaten passiert, wäre das natürlich verhängnisvoll für die Bilanz, die schlussendlich dann den Aktionären vorgelegt werden muss. Auch prüft Google die Möglichkeit, ihre, wie heißen die Dinger schon wieder? Chromebooks, genau, die eigenen, die sie da haben, nicht mehr in China produzieren zu lassen. Wir dürfen gespannt sein, ob sie das auch rausbekommen. Collapse OS, ich sag's ja schon lange, irgendwann kommt sie, die Apokalypse, die Zombies greifen an und die Welt geht unter. So denkt zumindest auch der junge Herr, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr finde, Virgil Dupras, ich hätte ihn besser nicht gefunden, mein Gott, Wörter und Namen, aber ihr könnt es ja nachlesen. Der junge Herr hat jetzt ein Betriebssystem zusammengeklöppelt, das sehr, sehr einfach funktioniert und sehr simpel und sehr basic ist, womit man alte Chips und alte Elektronikgeräte im Falle eines Falles mit einem Betriebssystem ausstatten kann, worüber man schlussendlich dann wieder kommunizieren kann. Definitiv nicht der verkehrte Weg, denn ja, wie gesagt, wenn die Zombies angreifen, dann bricht unser Stromsystem zusammen, unsere Antennen und so weiter und so fort. Dann wird Kommunikation nur noch über Rauchzeichen möglich oder eben nicht mit Collapse OS. Wenn es da draußen Geek Talk Daily Hörer gibt, der da rauskommt, das Ganze gibt's nämlich auf GitHub zum Runterladen als freies Projekt, dann darf der sich gerne melden. Da würde ich gerne eine Sonderfolge im Geek Talk darüber machen. Da soll mir doch jemand ein bisschen mal was erklären, wie das genau funktioniert, weil da hat man schöne Einblicke in, wie ein solches Betriebssystem funktioniert. Betriebssystem ist ein gutes Stichwort. macOS Catalina ist wenige Tage alt und wie wir ja schon im Geek Talk mehrfach gesagt haben, bevor ihr updatet, zum einen macht ein Backup, aber noch viel wichtiger, schaut, ob die Apps, die ihr nutzt, auch funktionieren. Was das nicht mehr funktioniert, ist der SMB-Zugriff. Zum Beispiel bei den Fritzboxen. Wer eine Fritzbox nutzt, da eine externe Festplatte oder einen Stick dran hat, um irgendwie ein bisschen Daten abzulegen, also quasi einen NAS-Speicher abzubilden, einen Netzwerkspeicher abzubilden, der wird in Zukunft Probleme haben, denn mit Catalina funktioniert das nicht mehr, weil Apple ja gerne mal alte Zöpfe abschneidet und das ist eben mit SMB in der Version 1 passiert. Eigentlich gibt's mittlerweile die Version 3. Hier hat AVM laut dem Stadt Bremerhaven-Blog schon bestätigt, dass sie das nächstens umsetzen werden. Wer dennoch nicht auf Catalina verzichten möchte und auch nicht auf die Möglichkeit eben von so einem Netzwerkspeicher, der darf auf FTP, auf das FTP-Protokoll umsatteln. Ich würde aber eher sagen, wartet mal noch ab mit dem Update und schaut, vielleicht gibt's noch die ein oder andere App, die auch noch nicht funktioniert bei euch. Das muss man, wie gesagt, wirklich gut abklären oder anschauen.
Google Maps warnt ja vor Naturkatastrophen und anderen Geschichten schon länger im Ausland, zum einen in Asien, aber auch natürlich in den Staaten. Jetzt ist zum allerersten Mal auch eine solche Warnung in Deutschland aufgetaucht. Ja, eine unschöne Geschichte. Ich bin nicht genau im Bilde, was da passiert ist, aber anscheinend irgendwie ein Angriff auf eine Synagoge in Halle. Und darüber hat eben die Google Maps App eingewarnt, dass man da nicht unbedingt in die Nähe dazu kommt. Grundsätzlich eine gute Geschichte, solange es nicht überhand nimmt und dann zu Panik ausartet, finde ich das auf jeden Fall nicht den verkehrten Weg. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für den Donnerstag für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag, seid erfolgreich und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen nochmals. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.